Hey Freunde, in diesem Guide zu Shadow of the Erdtree will ich euch ganz schnell zeigen, wie ihr das Schloss Ensis komplett überspringen könnt und somit ins nächste Gebiet Skardu Altus kommt. Um das Ganze zu machen, müssen wir erstmal zum Gnadenpunkt Vorderseite des Schlosses. Das ist hier vom Grabfeldhügel nördlich, da müsst ihr über eine Brücke und dann habt ihr auch schon den Gnadenpunkt und da beginnt jetzt das Video. Ja, so sieht das Ganze dann aus und geradeaus wird es dann über eine weitere Brücke zum Schloss gehen, aber wir reiten jetzt rechts rum an diesen Hütten hier vorbei, an den Zelten besser gesagt, und zwar dann auch wieder weiter geradeaus. Das ist kein weiter Weg, ist ganz, ganz leicht zu finden. Ich habe das Video nur minimal schneller gemacht, damit es nicht zu lange dauert, aber ihr könnt in YouTube ja immer die Geschwindigkeit eines Videos reduzieren. Wir reiten jetzt gemeinsam unkommentiert bis zu einem speziellen Punkt und dann sage ich euch, was ihr tun müsst. Also gut, jetzt kommen wir gleich zu einer Stelle, die ganz, ganz wichtig ist für diese Abkürzung. Und zwar müssen wir hier nach oben und dann seht ihr hier so einen leuchtenden Kristall und den müsst ihr kaputt schlagen. Denn der öffnet dann wieder eine Geisterpforte oder ein Siegel. Sehen wir gleich, was genau das ist. Zack, so und da steht's. Eine Geisterquelle wurde entriegelt. Okay, und wenn wir das gemacht haben, dann müssen wir hier wieder runter und eben hat man ja so einen Luftzug gesehen, so ein Wirbel, der nach oben führt, das kennt ihr ja schon aus Elden Ring, aus dem Originalspiel, Hauptspiel, und da müssen wir jetzt hoch, also einfach reinspringen, beziehungsweise am Anfang hat es bei mir nicht geklappt, ich musste dann nochmal rein, bin irgendwie anstatt nach oben gerade ausgesprungen, also einfach hier so nach oben müsst ihr, zack, und dann landet ihr auf der nächsten Plattform hier oben. Und dann geht es weiter nach oben wieder, nach rechts oben, hier rüber, so, mit Doppelsprung immer schön. Und da ist auch schon der nächste Wirbel und der bringt uns nach Skardu Altus und zwar auch genau zum Gnadenpunkt dorthin. So, jetzt sind wir in der Festung des Tadels. Wir aktivieren jetzt erstmal den Gnadenpunkt und dann zeige ich euch, wie ihr aus der Festung wieder rauskommt. Lauft erstmal geradeaus, hier auf die Treppe hoch und dann nach links und da ist eine Leiter rechts, da kommt ihr zu einer Truhe mit einem Schmiedestein, da gehen wir jetzt aber nicht hoch, habe ich schon eingesammelt und wir müssen an diesem Gegner hier vorbei, dann runter und auf der anderen Seite natürlich links hoch, hier wo es leuchtet und auf der rechten Seite finden wir dann auch gleich die nächste Gabel, oh Gnade, Entschuldigung, also hier ist sie auf jeden Fall. Ich zeige euch kurz auf der Karte, wo sich das Ganze befindet hier, Festung des Tadels heißt der Gnadenpunkt und wir gehen jetzt auch gleich weiter. Also dreht euch um, so wie ich hier, und dann könnt ihr hier runterspringen. Ihr bekommt da, glaube ich, keinen Fallschaden, soweit ich weiß. Nee, ist nichts passiert. Und dann hier an den Gegnern vorbei und rechts ist der Ausgang von der Festung. Und ihr seht schon weit da vorne im Norden einen weiteren Gnadepunkt und den holen wir uns jetzt. Und jetzt seid ihr auch quasi aus der Festung draußen. Ihr habt es geschafft, ohne Schloss Ensis jemals betreten zu haben. Ja, und hier seht ihr auf der Karte nochmal, wie der Gnadenpunkt heißt und wo er sich genau befindet. Ja, und das war's auch schon mit dem Guide. Leute, ich wollte euch nur ganz kurz einen Tipp geben. Und zwar bei Instant Gaming ist Shadow of the Erdtree gerade reduziert. Und falls ihr es noch nicht habt, dann könnt ihr da mal gerne nachschauen. Ihr würdet mich damit auch ziemlich gut unterstützen. Und da gibt es auch PlayStation und Xbox Guthaben. Also alles reduziert. Super Sache. Ja, ansonsten danke ich euch fürs Zuschauen, Leute. Und wenn euch das Video gefallen oder geholfen hat, lasst gerne Kommentar, Feedback und Abo da. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Macht's gut und bis bald. Bye, bye.